Ich lach mich schlapp. In deinem Alter bin ich auch ohne E-Bike jeden Berg hochgefahren. E-Bikes sind etwas für alte Leute und nicht für junge und gesunde Kerle wie dich. Wobei man das Wort Kerl besser durch Weichei ersetzen sollte. Ja, im Verlauf der vergangenen Jahre bin ich hier auf meinem E-Bike-YouTube-Kanal immer wieder auf dieses Vorurteil gestoßen und habe einfach festgestellt, dass viele Menschen so diesen Grundgedanken haben, dass E-Bikes nur für alte Leute gedacht sind. Das ist in meinen Augen nicht ganz richtig. Ich möchte mit diesem Video etwas zum Nachdenken anregen. Vielleicht kann ich etwas Positives in diesem Bereich bewirken. Denn ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das E-Bike gerade auch für junge Leute eine richtig, richtig gute Sache ist. Es kommt nämlich in meinen Augen viel mehr darauf an, wie man das E-Bike nutzt, anstatt auf das Alter. Fangen wir doch einfach ganz vorne an, indem wir uns überlegen, wie dieses Vorurteil, dass E-Bikes eben nur für ältere Leute gedacht sind, entsteht. Ich denke, das beginnt recht früh bei uns allen bereits in der Kindheit. Da lernen wir doch eigentlich, das ist ein Auto und das ist ein Fahrrad. Und irgendwann ist das Fahrrad nicht einfach nur noch ein Fahrrad, sondern da gibt es eben ein Mountainbike, ein Rennrad und ein Trekkingbike meinetwegen. Und je spezifischer man sich mit diesem Thema eben beschäftigt, desto weiter kann man das natürlich immer noch vertiefen. Ich denke, Vorurteile sind an sich erstmal keine böse Absicht, denn wir wollen als Menschen irgendwie die Welt einfach nur versuchen, so gut wie möglich zu verstehen. Und das machen wir natürlich, indem wir sehr komplexe Themen oder Probleme oder einfach die Welt generell möglichst vereinfachen und auf etwas leicht Verständliches reduzieren. Und so bildet sich dann im Laufe der Zeit eben dieses Vorurteil, dass Fahrräder, die eben durch einen elektrischen Motor unterstützt werden, eher was für ältere Leute sind, weil das natürlich offensichtlich erstmal eine der praktischsten und sinnvollsten Dinge sind. Und diese Vorurteile gehen natürlich noch viel weiter. Zum Beispiel nehmen wir uns einfach mal als Beispiel den Mountainbiker, der ist dann jung und tätowiert. Der Opa, der fährt mit seinem Trekkingfahrrad zum See und isst dann eine Bratwurst. Die Oma, die fährt mit ihrem Cityrad zum Blumenladen. Und meinetwegen der Rennradfahrer ist schlank, sportlich und auf Leistung getrimmt. So haben wir einfach so Denkmuster, so ein Schubladendenken, was sich im Laufe unseres Lebens einfach immer vertieft. Jetzt kam natürlich dann so im Jahre 2009 rum, die Elektromotoren haben sich dann so langsam in die Fahrräder eingeschlichen und so haben diese Vorurteile und diese Klischees, nenne ich es mal, gar nicht mehr so gut gepasst. Jetzt hat nämlich plötzlich der sportliche Mountainbiker auch mal Lust gehabt, am See eine Bratwurst zu essen, der sportliche Rennradfahrer, der hat gelernt, dass es auch mal schön ist, eine entspannte Tour zu fahren. Die Oma fährt mit ihrem City-Trekking-E-Bike plötzlich noch drei Orte weiter und holt die Blumen bei einem besseren Blumenladen. Und der Opa, der fühlt sich gleich 20 Jahre jünger, weil er auf seinem flammenneuen E-Mountainbike sitzt. Ihr seht schon, diese Klischees und Vorurteile, die gehen in verschiedene Richtungen. Aber das mal so als Grundlage, das ist erstmal nicht bös gemeint von Menschen, sondern das ist einfach etwas relativ Natürliches. Dieses Beispiel war natürlich etwas überspitzt, aber ich denke, wir können sehen, dass dieses klassische Schubladendenken, dass dies ist nur noch für den und das ist nur noch für das, einfach nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Es ist doch einfach so, dass wir durch die E-Bikes die Möglichkeit haben, viel, viel mehr Menschen generell aufs Zweirad zu bringen. Das ist doch schon mal ein riesenguter Vorteil. Und auf der anderen Seite können wir die einzelnen Fahrradarten und eben auch E-Bikes auf eine unterschiedliche Art und Weise nutzen. Wir können jetzt plötzlich mit unserem sportlichen Mountainbike auch irgendwie eine große Tour fahren von vielen, vielen Kilometern oder auch ganz einfach zur Arbeit pendeln. Aber ich weiß, jetzt kommt trotzdem der Einwand, warum müssen junge Leute denn unbedingt mit einem Hilfsmotor hier unterwegs sein? Das können sie doch auch alles mit einem normalen Fahrrad machen. Um dieses Klischee, was ja wirklich sehr hartnäckig in manchen Köpfen verankert ist, etwas aufzuweichen oder einfach ein bisschen was zum Nachdenken anzuregen, möchte ich euch ein paar praktische Alltagsszenarien jetzt mal kurz präsentieren oder wie auch immer und versuchen damit etwas Klarheit in das Ganze reinzubringen oder einfach mal die Perspektive von einer anderen Seite aus zu betrachten. Denn ich denke, E-Bikes machen eben gerade auch für junge Leute Sinn. Das ist nicht so, dass sie nur für Ältere Sinn machen, sondern gerade auch für junge Menschen. Es kommt nämlich wirklich, habe ich anfangs schon gesagt, viel, viel mehr auf die Nutzung an der E-Bikes. Wie häufig werden die genutzt? Wie werden die eingesetzt? Als darauf, wie alt man ist. Und jetzt gehen wir kurz zu den Beispielen. Beispiel Nummer 1. Tobias, 14 Jahre jung, hat täglich einen 5 Kilometer kurzen Schulweg vor sich. Durch sein neues E-Bike fährt er wieder gerne mit dem Zweirad zur Schule, denn er kommt dadurch viel weniger verschwitzt an als mit seinem normalen Fahrrad und fühlt sich dadurch einfach deutlich wohler. Beispiel Nummer 2. Lisa, 37 Jahre alt, ist Mutter von 2 Kindern. Sie lebt mit ihrem Mann und den Kids in einer Großstadt und nutzt täglich ihr elektrisches Lastenrad, um die Kids zur Kita zu bringen. Seit sie keinen Parkplatz mehr suchen muss, kommen sie fast immer pünktlich. Auf dem Rückweg erledigt sie noch die Einkäufe.
irgendwie ist es doch immer noch mal mehr zu schleppen mit zwei Kindern, als man denkt. Beispiel Nummer 3. Max, 25 Jahre alt, ist gelernter Orgelbauer und konnte durch sein E-Bike überhaupt erst wieder Zweirad fahren. Durch schwierige familiäre Umstände wurde er über die Jahre hinweg stark übergewichtig und bekam Probleme mit den Gelenken. Er weiß zwar, dass seine Ernährungsumstellung der Hauptgrund für die ersten 20 verlorenen Kilos ist, aber das E-Bike half ihm überhaupt erst wieder dazu, in die Gänge zu kommen. Beispiel Nummer 4. Jenny ist mit ihren 22 Jahren sehr jung, hat aber besonders in den Sommermonaten starke Probleme mit ihrer Lunge. Sie leidet unter Asthma und Heuschnupfen und ist extrem schnell aus der Puste. Durch ihr E-Bike hat sie wieder die Möglichkeit, ihre Freundin in der 10 Kilometer Ortschaft zu besuchen. Das macht sie sehr glücklich und lässt sie ihre Atemnot wenigstens für einen kurzen Moment vergessen. Beispiel Nummer 5. Felix ist 25 Jahre alt und körperlich extrem fit. Er ist sehr ehrgeizig und hat Spaß an langen Distanzen. Seit einiger Zeit trainiert er an 5 Tagen in der Woche für ein großes Radrennen. Um sein Training gezielter zu steuern, fährt er an manchen Trainingstagen mit seinem E-Bike. Gerade weil er in einer sehr bergigen Region wohnt, gefällt ihm die frei wählbare Motorunterstützung sehr gut. So kann er auch mal moderate Einheiten in seinen Trainingsplan einbauen, in denen er in gezielten Pulsbereichen unterwegs ist, ohne immer mit maximalem Einsatz unterwegs sein zu müssen. Und noch das Beispiel Nummer 6. Sarah ist 31 Jahre alt, arbeitet bei einem Berliner Start-up, bei dem sie viel innerhalb der City pendeln muss. Autofahren ist für sie keine Option, da sie Staus und die Parkplatzsuche extremst nervig findet. Häufige Verspätungen im Bahnverkehr kann sie sich aus beruflichen Gründen nicht erlauben. Und manche Anbindungen passen zeitlich einfach nicht in ihren stressigen Arbeitsalltag. Seit sie mit einem E-Bike unterwegs ist, hat sie weniger Mobilitätssorgen und mehr Zeit für ihren fordernden Arbeitsalltag. Die moderate Bewegung entlastet sie zusätzlich und sorgt für einen freien Geist. Und das, obwohl sie eigentlich ein Sportmuffel ist. Ja, ich denke, ich lasse diese Alltagsbeispiele jetzt einfach mal hier so im Raum stehen und freue mich über einen regen Austausch unterhalb des Videos direkt jetzt am besten in den Kommentaren. Vor allem würde mich interessieren, wenn ihr als junger Mensch mit dem E-Bike unterwegs seid, ob ihr euch schon mal in eurem Leben habt rechtfertigen müssen dafür, dass ihr jetzt auch mit Strom unterwegs seid. Oder wenn ihr von der anderen Seite kommt, wenn ihr selber eher die sportlichen, normalen Fahrradfahrer seid und eher einen Affen darüber bekommt, wenn junge Leute mit einem E-Bike unterwegs sind und ihr da einfach keinen Bock drauf habt, dann schreibt das doch auch mal gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir uns da irgendwo auf der Mitte treffen und ja, einfach voneinander lernen und die Vorurteile so ein bisschen was abbauen. Ich nehme mich da übrigens die ganze Zeit auch selber mit rein, ne? Also ich habe selber auch Vorurteile und muss mich auch immer wieder hinterfragen. Ich bin da keineswegs von frei. Ich sitze da im selben Boot wie ihr, liebe Leute. Und ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Danke fürs Zusehen bis hierhin und ich glaube, ich haue euch noch ein paar Outtakes diesmal mit rein, weil hier ist einiges schief gegangen. Kleiner Wirbelsturm im Hintergrund, ich muss mir ein Stativ bauen und so weiter. Ich werde mal gucken, was ich dann mache. Ansonsten, danke fürs Zusehen und ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut, bis später, ciao. Ich lach mich schlapp. Okay. Im Laufe der letzten Jahre bin ich auf meine Kommentare gestoßen und ja, fangen wir doch einfach beim Ursprung. Also irgendein Windgeräusch ist hier immer, ne? Alter, was ist das denn? Und genau jetzt entsperrt das Handy nicht. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Wirbelsturm, ey. Das darf nicht wahr sein. Seht ihr das überhaupt? Und so ist es eben so, dass bei einigen Leuten eben dieses Thema, dass dein. Jetzt kannst du wieder anfangen. Ist der Wind zu stark? Ich spreche ab hier gleich. Dieses fixe Festlegen auf gewisse Denkmuster oder. Ja. Was für Denkmuster? Fixe, feste Denkmuster. Mit einem normalen Fahrrad. Man braucht kein Elektro. Dem Zweirad zur Schule. Denn er fühlt sich. Ey, ich bin zu blöd, um das vorzulesen, ne? Hä?